Der Kaiju Ghidorah, auch bekannt als King Ghidorah, ist für viele von euch das Sinnbild des Bösen, der ultimative Gegner vom König der Titanen, vom König der Kaijus, Godzilla selber, sowohl im Monsterverse als aber auch in den Toho-Filmen. Und einige von euch gehen sogar so weit und sagen, ja, Ghidorah ist genau das für Godzilla, was der Joker eigentlich für Batman ist. Deswegen habe ich mir gedacht, wir beschäftigen uns einfach in diesem Video mal hier ausführlich mit dem Kaiju Ghidorah. Wer ist er wirklich? Wo genau kommt die Inspiration für diesen gewaltigen Titan, diesen gewaltigen Kaiju her? Und die wichtigste Frage, ist der Kultstatus von King Ghidorah gerechtfertigt oder vielleicht etwas übertrieben? Wir fangen jetzt an, in diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir also mit diesem Informationsvideo über den Titan King Ghidorah oder auch im Deutschen einfach König Ghidorah genannt. Ja, dieses Wer ist Format widmen wir jetzt komplett dem möglicherweise größten Gegner von Godzilla selber. Denn heute dreht sich alles um einen der wahrscheinlich mächtigsten und ikonischsten Kaiju aller Zeiten. Der dreiköpfige Drache ist nicht nur einer von Godzillas gefährlichsten Gegnern, sondern auch eine absolute Legende in der Welt der Monsterfilme. Aber wer ist Ghidorah wirklich? Welche Filme haben ihn berühmt gemacht? Und welche Geheimnisse gibt es über diesen gewaltigen Titan zu entdecken? Ghidorah oder auch King Ghidorah ist ein dreiköpfiger fliegender Drache mit goldenen Schuppen, gigantischen Flügeln und einer majestätischen, aber zugleich auch furchteinflößenden Erscheinung. Doch er ist zeitgleich viel mehr als nur ein riesiges Monster. In der Welt der Kaijus ist Ghidorah ein Symbol für absolute Zerstörung und Chaos. Sein Markenzeichen? Naja, ganz klar die drei Köpfe, die in perfekter Synchronisation zusammenarbeiten. Ein gewaltiger Donnerschrei, der alles um ihn herum erzittern lässt und die Fähigkeit, alles in seinem Weg in Schutt und Asche zu legen. Ghidorah gehört zu den ältesten und wahrscheinlich auch bekanntesten Kaiju, die von Toho Studios jemals erschaffen wurden. Er debütierte im Jahr 1964 im Film Ghidorah, the Three-Headed Monster oder zu Deutsch Ghidorah, der dreiköpfige Monsterdrache war, glaube ich, der originaldeutsche Titel. Ghidorah wurde seitdem in zahlreichen Filmen, Serien und sogar Comics verewigt. Und in all diesen Medien hat sich Ghidorah definitiv einen Namen gemacht. Wir sehen ihn nahezu immer als gewaltige, furchteinflößende Kreatur, die wirklich zu ganz verschiedenen Interpretationen führt. Zum einen haben wir eben den schon erwähnten dreiköpfigen Drachen, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch die Variante aus diesen Anime-Filmen, die ich persönlich eigentlich ganz gut fand, wovon der letzte aber so ein bisschen, naja, ein bisschen zu viel gewollt hat, denn da haben wir irgendwie einen multidimensionalen Gottheits-Ghidorah bekommen. Kreativ, ja, war vielleicht aber ein bisschen drüber gewesen. Doch das Besondere an Ghidorah selbst ist, dass er nicht von der Erde stammt, so wie die anderen Kaiju. In vielen Versionen wird er als außerirdische Lebensform dargestellt, die die Erde heimsucht, um sie zu zerstören. Manche nennen ihn sogar einen kosmischen Drachen. Seine Herkunft variiert also sehr stark, je nach Film oder eben auch Universum. Aber eines bleibt gleich. Ghidorah ist bei jedem seiner Auftritte immer eine unaufhaltsame Naturgewalt. Lasst uns einen Blick auf seine Geschichte werfen. Ghidorahs allererster Auftritt war, wie eben gerade schon erwähnt, im Film Ghidorah, the Three-Headed Monster. In diesem Film wird er als außerirdisches Wesen vorgestellt, das von den Menschen Monster Zero genannt wird. Sein Ziel? Die komplette Auslöschung des Lebens auf der Erde. Also relativ plump, mag man meinen. Damals wurde Ghidorah so mächtig dargestellt, dass sich hier sogar Rodan, Godzilla und Mothra zusammenschließen mussten, um ihn zu besiegen. In Invasion of Astro Monsters von 1965 kehrte er zurück, diesmal unter der Kontrolle einer außerirdischen Spezies, die ihn als Waffe einsetzte. Und ihr merkt schon, ja, ich werde hier in dem Video öfter mal die englischen Titel aussprechen müssen, weil ich habe mir einige Filme davon nur auf Englisch besorgen können. Mit den Godzilla-Filmen ist das irgendwie so eine Sache, die bekommt man zum Teil wirklich extrem schwer, deswegen habe ich mir gedacht, ich hole sie mir einfach alle auf Englisch, da werde ich dann schneller und eher drankommen und eine englische Sammlung davon vervollständigen können, was im Endeffekt auch falsch war. Aber das ist eben der Grund, warum ich hier die englischen Titel öfter erwähnen werde. Von da an entwickelte sich Ghidorah in jedem Film weiter. Von einem zerstörerischen Drachen zu einem fast gottgleichen Wesen. Besonders erwähnenswert und wahrscheinlich auch am prägnantesten noch in Erinnerung der meisten, gerade der jüngeren Leute, ist seine Darstellung im modernen Kaijuverse oder auch Monsterverse genannt. Godzilla King of the Monsters von 2019. Hier erscheint Ghidorah als ein Monster, das die Erde als seinen eigenen Planeten beansprucht.
Ja, in diesem Film haben wir auch diesen ganzen Alpha-Kampf zwischen Godzilla und Ghidorah, da sie beide die Alpha-Predatoren auf der Erde sind und deswegen kommt es dann im Endeffekt auch zum Kampf. Hier werden seine drei Köpfe sogar als eigenständige Persönlichkeit dargestellt, die sogar miteinander kommunizieren können, was ihn noch faszinierender macht. Sein Design hat sich über die Jahrzehnte verändert, vom klassischen Gummianzug in den 60ern bis zu dem gewaltigen, beeindruckenden CGI-Effektmonster, das wir in den moderneren Filmen zu Gesicht bekommen. Ghidorah ist einfach schon immer ein Highlight für die Zuschauer gewesen. Lasst uns jetzt nochmal über ein paar Fun Facts von Ghidorah sprechen, die du vielleicht noch gar nicht wusstest. Fangen wir mit der Inspiration an, ja. Ghidorah wurde von der japanischen Folklore und westlichen Drachenmythen inspiriert, vor allem, ganz prägnant, von der Hydra. Dieses Wesen stammt aus der griechischen Mythologie und ist vielleicht einigen von euch sogar noch aus dem Disney-Film Herkules bekannt. Sein Design sollte die ultimative Bedrohung darstellen. Fun Fact Nummer 2, der ikonische Schrei. Der Sound seiner Schreie wurde ursprünglich durch ein Zusammenspiel von E-Gitarre und sogenannten Synthesizern produziert. Ich habe euch ja gerade mal ein Bild eingeblendet, weil ich selber überhaupt nicht wusste, was das ist. Fun Fact Nummer 3, die drei Köpfe, die drei Schauspieler. Ja, in den alten Filmen wurden Ghidorahs Köpfe von verschiedenen Puppenspielern gesteuert, was eine extreme Koordination erforderte und gleichzeitig auch dafür sorgte, dass die Köpfe sehr lebendig wirkten. Und ja, das mag in der heutigen Zeit, gerade bei den alten Filmen, ein bisschen hölzern rüberkommen, aber damals war das wirklich bahnbrechend. Fun Fact Nummer 4, Monster Zero. Der Spitzname Monster Zero, den Ghidorah in einigen Filmen trägt, wurde auch in moderneren Adaptionen beibehalten. Das ist eine Anspielung auf die klassischen Science-Fiction-Filme der 50er Jahre. Fun Fact Nummer 5, Ghidorahs Größe. Je nach Film variierte Ghidorahs Größe sehr stark. In Godzilla King of the Monsters zum Beispiel ist er über 150 Meter groß. Das macht ihn zu einem der größten Kaiju aller Zeiten. Zumindest bisher. Warten wir es ab, bis wir Destoroyah auf der großen Leinwand im Monsterverse zu Gesicht bekommen. Darüber hatte ich im letzten Video zu Godzilla gesprochen, das habe ich dir mal da oben verlinkt. Schau da gerne auch mal rein, da haben wir ebenfalls alle Grundinformationen über Destoroyah gesammelt, die du wissen musst, bevor der Kaiju das Monsterverse möglicherweise unsicher machen wird. Kommen wir jetzt zu Ghidorahs Bedeutung im Kaiju-Universum. Ja, dass Ghidorah mehr ist als einfach nur ein Gegner von Godzilla, das haben wir eben gerade schon besprochen. Er symbolisiert einfach den ultimativen Antagonisten. Während Godzilla oft als eine Art von Balance der Natur dargestellt wird, repräsentiert Ghidorah das Chaos und die Zerstörung ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Das heißt, bei Godzilla und Ghidorah haben wir so ein bisschen das Yin und Yang-Schema. Das könnte man vielleicht auch so auf Batman und Joker repräsentieren und ich weiß, an alle DC-Fans jetzt da draußen nicht ausflippen, bei Joker und Batman ist die ganze Geschichte vielleicht noch etwas komplexer, aber ich finde der Vergleich, dass Ghidorah der Joker für Godzilla ist, das passt irgendwie doch schon ganz gut. Die epischen Kämpfe zwischen Godzilla und Ghidorah, sei es in den klassischen Filmen oder auch in King of the Monsters, zeigen hierbei das ewige Ringen zwischen Ordnung und Chaos. Und gerade im Monsterverse müssen wir immer vor Augen behalten, dass sich Godzilla und Ghidorah scheinbar schon einmal getroffen haben. Und zwar vor etlichen Jahren, ich glaube sogar vor mehreren Millionen Jahren, wurde das nicht sogar mal gesagt, dass sich die beiden im Monsterverse sogar damals zur Zeit der Dinosaurier das erste Mal getroffen haben oder irgendwann kurz danach, auf jeden Fall, man merkt hier wirklich, ja, der Kampf zwischen Chaos und Balance, im Monsterverse zumindest, geht wirklich über Jahrmillionen hinweg. Besonders beeindruckend ist, wie Ghidorah in den modernen Filmen als eine Art von Gottheit verehrt wird, die sogar in der Lage ist, andere Kaiju zu kontrollieren. Auch das sehen wir im Film Godzilla King of the Monsters, dass Ghidorahs bloße Erscheinung dazu führt, dass sich sämtliche anderen Kaiju ihm unterwerfen. Ghidorah schafft es also durch sein bloßes Auftauchen, Godzilla den Alpha-Rang auf der Erde abzusprechen, was einfach die unfassbare Macht dieses Titan, dieses Kaiju aufzeigt. In gewisser Weise könnte man sagen, Ghidorah ist das ultimative Alpha-Tier im Kaiju-Verse. Und ja, tatsächlich gibt es nicht nur den einen Ghidorah, das heißt, wir haben nicht nur den King Ghidorah, das ist quasi der König der Ghidorah-Spezies. Wenn du jetzt Interesse daran hast, mehr über die Spezies Ghidorah an sich zu erfahren, dann schau doch mal auf dem Video hier oben vorbei, da habe ich die gesamte Spezies Ghidorah genauer erklärt. Aber das im Endeffekt, ihr Lieben, sind so die Grundinformationen, die ihr über Ghidorah wissen müsst, um die Faszination hinter diesem Kaiju nachvollziehen zu können. Um die Frage vom Anfang des Videos hier zu beantworten, muss ich sagen, ja, der Hype um Ghidorah ist definitiv gerechtfertigt. Dieser Kaiju ist einfach nur gewaltig, majestätisch und wirklich eine unfassbare Gefahr für Godzilla und jeden anderen Kaiju,
wie auch den lieben Kong, der sich auf die Seite der Menschen stellt. Jetzt frage ich aber wie immer euch, was haltet ihr da draußen von Ghidorah? Würdet ihr Ghidorah gerne mal wieder im Monsterverse sehen, vielleicht in einer Art von neuer Form? Oder würdet ihr auch vielleicht sagen, nee, aber ich will Ghidorah gerne im Godzilla Minus One Sequel sehen, das ja definitiv kommen wird? Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein und lasst mir auch gerne mal eine Idee in den Kommentaren unten, welchen Titan, welchen Kaiju wir als nächstes hier behandeln sollen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.